What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? Da ist er, unser neuer Mitbewohner. Baxter vom Lohfeld, ein britisch-Kurzhaarkater in Cinnamon. Hier ein Foto aus seinen ersten Tagen. Das ist ein Video aus dem Jahre 2007, wo ich Baxter aus Deutschland geholt habe und wir ihn hier im Katzenkorb zum ersten Mal mit Anizs konfrontieren ließen. Baxter war zu diesem Zeitpunkt knapp 3 Monate alt. Anizs hatte rund 9 Monate auf ihrem Buckel. War natürlich in ihrer Größe dem kleinen Baxter eindeutig überlegen. Den Anspruch der Hausherrin hat Anizs längst gestellt. Der kleine Baxter musste sich definitiv unterordnen. Das war's mit dem ersten Erkunden des neuen Mitbewohners und späteren Freundes. Am zweiten Tag kamen sich die beiden Vierbeiner schon etwas näher. Zumindest teilten sie schon das kleine Katzenhaus mit Kratzbaum. Baxter war ein sehr zutraulicher Kater, der immer wieder auch bei mir am Abend vorbeikam und mir mit seinem auffälligen Schnurren einen schönen Schlaf wünschte. Anizs beanspruchte natürlich ihren Platz als Chefin und die Streicheleinheiten kamen nie zu kurz. Es ging relativ schnell und Baxter fühlte sich bereits nach einigen Tagen pudelwohl. Ja, und die Versteckspiele und Fangspiele der Katzen, die fanden dann tagtäglich statt. Baxter verkroch sich, Anizs suchte ihn und fand ihn zumeist auch. Oder bewachte sie einfach nur das Essen, damit Baxter ihr nicht zuvorkommt. Sie war immer die Erste am Fressnapf. Und die anderen mussten sich immer unterordnen. Doch irgendwann kam auch dann Baxter zu seinem Glück. Futter war bekanntlich ausreichend da und auch genug, sich am Kratzbaum auszutoben. Ja, Anizs und Baxter, die beiden haben sich gefunden. Nach nur ein paar Wochen gab es dann diese schönen Aufnahmen. So verging die Zeit und Baxter war wie Anizs in Hornstein angekommen. British Shorthair Cinnamon, eine damals noch nicht sehr ausgereifte Farbe, die die Tiere trugen. Es gab zu dem Zeitpunkt auch noch nicht viel Züchter mit
diese Farbe. Speziell in Österreich gab es zu diesem Zeitpunkt ganz, ganz wenig Züchter, die sich dieser Farbe annahmen. Meine Frau und ich waren zu dem Zeitpunkt katzenverrückt und wir kamen auf die Idee, auch eine kleine Katzenzucht anzumelden. Wir hatten alle Papiere fertig, waren offiziell in einem Züchterverzeichnis eingetragen und Baxter wurde auch offiziell als Zuchtkater geführt. Das Problem war, Anish trug nicht das Cinnamon-Gen und somit war eine Verpaarung der beiden leider nur begrenzt möglich, denn Cinnamon-Kitten konnten dabei keine rauskommen. Wir warteten natürlich dann, bis Baxter einigermaßen groß war und gerade zu diesem Zeitpunkt ging meine Ehe in die Brüche. Meine Frau verließ mich im Frühjahr 2008 und ging für einige Monate ins Ausland arbeiten. Wir einigten uns bereits, dass wir uns Ende des Jahres einvernehmlich scheiden lassen werden. Eine Scheidung beeinflusst einen Menschen gedanklich, psychisch und viele Dinge in der Umgebung eines Menschen werden nebensächlich. Somit verwarfen wir die Idee der Cattery und Baxter wurde an eine Züchterin nach Salzburg vergeben. Ein Schritt, den ich heute zutiefst bereue und ich alles tun würde, um diese Entscheidung zu revidieren. Doch Anish bekam einen neuen Partner und das alles im nächsten Teil. I feel something special.